Das hier ist das Laufschuhmodell Pursuit von Scott. Ich glaube, Scott ist nicht unbedingt so bekannt im Laufschuhsegment. Begründer von Scott ist Ed Scott, ein US-Amerikaner, dem ich zum ersten Mal begegnete 1989 im Rahmen der Tour de France. Scott hatte nämlich einen ganz aerodynamischen Lenker entwickelt, den Greg LeMond bei der Tour de France fuhr und dann sensationell damals gegen Laurent Fignon, den Franzosen, die Tour de France mit 8 Sekunden Vorsprung gewann, mit diesem neuartigen Lenker, der heute in der Triathlon-Szene komplett angesagt ist. Also Scott bekannt geworden vor allen Dingen im Skibereich, Motocross-Bereich, Bike-Bereich und erst seit, ich glaube 2005, 2006 mit Laufschuhen im Markt. Sitzt inzwischen irgendwo in der Schweiz und dieses Modell hat mich tatsächlich alles in allem richtig überzeugt. Deswegen mag ich euch ihn hier vorstellen. Es ist ein sogenannter Performance-Laufschuh, also ein leichter Schuh, dynamischer Schuh, mit dem man schnell rennen kann. Früher hätte man solche Modelle durchaus auch als Lightweight Trainer bezeichnet, also leichtgewichtige Trainingsschuhe. Aber da scheut man sich inzwischen so ein bisschen. Bei den moderneren Schuhen, die so eine volumigere Zwischensohle haben, sagt man eigentlich nicht Lightweight Trainer. Die Kategorie ist irgendwie besetzt mit diesen leichtgewichtigen Schuhen, die eine ganz dünne Sohle haben. Also ein Performance-Running-Schuh. Aber die Fakten zunächst. Es ist ein Neutralschuh, das heißt, er kommt ohne jegliche Stabilität hier in der Zwischensohle aus. Der Schuh hat eine Sprengung von 8 mm. Hinten steht man 30 mm hoch, vorne 22 mm, also der Unterschied 8 mm. Ist recht konventionell. Der Schuh wiegt bei den Herren 250 Gramm in der sogenannten Mustergröße und 225 Gramm bei den Frauen und er kostet nur 139,95 €. Ja, der Test, der Lauftest, Praxistest. Zunächst die Passform. Ja, da kommt man direkt zum einzigen Manko dieses Schuhs aus meiner Sicht. Wenn man reinschlüpft, merkt man, wenn man einen relativ schmalen Fuß hat wie ich, dass der Vorfußbereich extrem volumig gearbeitet ist. Also hier ist einfach mir, das muss ich als einzigen Kritikpunkt anbringen, hier ist mir zu viel Platz in dem Schuh. Das lässt sich auch nicht durch die ansonsten eigentlich ganz gelungene Schnürung irgendwie aufnehmen, hier vorne dieser Platz, das bleibt hier mal so ein bisschen faltig. Komme ich aber nachher zu, stört im Gesamteindruck nur minimal. Ansonsten ist die Schnürung nämlich ab hier sehr individuell eigentlich einstellbar, da hier so Doppellöcher sind, das ist eigentlich wunderbar. Also da lässt sich dann das individuell justieren. Außerdem ist die Lasche eine richtige Performance-Lasche, also sie ist ergonomisch an den Fußriss oder auf den Fußriss gearbeitet, Fußrist gearbeitet. Das ist eigentlich alles wunderbar. Der Schaft an sich aus einem sehr, sehr atmungsaktiven Mesh-Material gefertigt, unterschiedlich dicht gewebt, so wie das sein soll. Also hier, wo mehr Luft an den Fuß kommen soll, ist es eher so ein bisschen gröber gearbeitet und hier sehr dicht gewebt, so wo es 10 Schutz geben soll. Die Fersenpartie ist absolut angenehm. Sehr, sehr ausgewogen hier gepolstert. Ich bin so ein bisschen empfindlich mit der Achillessehne. Wunderbar bei diesem Schuh. Also ich fühle mich sehr fest im Fersenbereich im Schuh, ohne dass mich das irgendwie stört. Das ist gut. Hier gibt es dann noch zusätzliche Besätze, sieht man, die den Fersensitz noch zusätzlich verbessern. Bei Passform, bei Schlupf wird oft vernachlässigt. Was ich jetzt aber hier mal einmal exemplarisch zeigen will, weil ich es gut fand. Hier ist eine Ortholite-Einlegesohle drin, nennt sich jetzt bei Scott Echo X40. Grundsätzlich Ortholite heißt immer, das ist ein Material
aus einem Kunststoff, der sich wenig verformen lässt, also wo man wenig Eindruck mit dem Fuß hinterlässt. Das ist ganz gut, der immer wieder so zurückkommt in die alte Form. Außerdem heißt Ortholite immer, dass das auch antibakteriell ist und abwaschbar, auch nicht unwichtig. Das Wichtige, wie immer bei einem Schuh, ist natürlich die Zwischensohle. Die ist aus einem sogenannten Kinetic Light Foam gefertigt. Es ist einer dieser extrem leichten Zwischensohlenschäume, die aber eine gewisse Reaktivität auch haben. Die Zwischensohle ist übrigens hier bei dem Pursuit durchgängig aus ein und demselben Material gefertigt. Hier dieses gelbliche ist Design geschuldet. Also das ist ein Material hier. Wunderbar. Was mich wirklich, wirklich überzeugt hat, ist die gelungene Kombi von Rockerkonstruktion, also hinten vorne so ein bisschen kippelig, die einen in schon bei langsamem Tempo in eine dynamischere Abrollhaltung bringt, in Kombination mit diesem sehr, sehr neuartigen und gelungenen Zwischensohlenmaterial. Also der Schuh ist wirklich nicht nur leicht, er ist wirklich, wirklich auch spürbar dynamisch, hat eine minimale Festigkeit gepaart mit Reaktivität in der Zwischensohle, also wie bei den großartigen Wettkampfschuhen, die es inzwischen von allen Herstellern gibt. Achtung, in dem Modell ist keinerlei Carbon-Element. Das, was ich so Dynamik im Abrollverhalten nenne, das kommt durch die Rocker-Konstruktion und den Zwischensohlenschaum alleine. Es gibt von Scott auch den Speed Carbon RC oder RC, der jetzt auch ganz neu im Markt ist. Der hat ein Carbon-Element. Ich glaube, der steht sogar hier. Kurz gucken. Ja, das ist er. Ja, Carbon-Element sieht man hier. Hat der Schuh nicht. Trotzdem. Ganz, ganz gelungener Schuh. Ganz wichtig auch wie immer zu erwähnen bei modernen Laufschuhen, die so ja bulky, so volumige Zwischensohlen haben, meint man immer, wenn man sie selbst nicht trägt, die wären jetzt schwer, die sind nicht schwer. Also das Klobige ist nur ein optisches Element im Laufverhalten selbst, gar nicht spürbar. Man schlüpft da rein und man merkt, boah, Der Schuh, der will mich zu den schnellen Läufen motivieren und das tut er auch. Die Außensohle, genau das ist wichtig, hat da in den Abriebbereichen ein festeres Gummi, keinerlei Profil, das sieht man ja, ist also ausdrücklich für Straßenläufe geeignet. Ja, mein Fazit. Idealer Trainingsschuh für die ein modernes Laufgefühl, so nenne ich das jetzt einfach mal, haben wollen, ohne dass sie das Risiko eingehen, sich muskulär zu überlasten, wie es ja durchaus bei Schuhen mit integrierten Carbon-Elementen sein kann. Also ganz modernes Laufgefühl, dynamisches Laufgefühl, der Schuh für mich für alle Lauftempi, auch die schnellen Dauerlauftempi und auch für alle Streckenlängen. Also mit dem kann man durchaus auch einen langen Lauf wunderbar machen. Und nochmal ausdrücklich nur für Straße geeignet.